Sie, das ist jetzt ein Telefoninterview. From LA to New York,
Der Hansi hat grundsätzlich gemeint, dass das junge Erscheinen von Marco hauptsächlich von seinem gesunden Lebenswandel abhängig ist, beziehungsweise sich auch rasant verbessert hat, dass der Marco sehr gesund lebt, regelmäßig Sex hat und damit auch in jungen Jahren begonnen hat. Und das findet der Hansi sehr, sehr gut und denkt, dass das einem menschlichen Teil ausgezeichnet tut. Vom Botox hat er auch noch nie was gehört, das soll wahrscheinlich nur so böse Zungen verbreiten. Ansonsten denke ich, dass man den Hansi selber fragen müsste. Ah ja, er hat nur was auszusetzen gehabt, und zwar, dass in der Früh, lieber Marco, du nicht so immer jugendlich ausschaust. Aber dann, je später der Tag, desto schöner deine Haut, desto glatter alle Falten und so weiter. Und vielleicht ein bisschen längere Haare würden ihm gefallen. Aber das musst du mit ihm besprechen. Papa! Weiterhin so ein hübsches, jugendliches Aussehen. Ich bin sehr froh, dass du in meinen Fußstapfen gehst. Und ich folge auch noch nach. Ja, und wir trainieren das jetzt eigentlich für den Peter. Genau. Dass er weiß, wie es geht. Ja. Und ich denke, dass unser Vorreiter, der Hansi, ja, unser aller super Beispiel ist. Genau. Alles Liebe, alles Gute, viel Gesundheit. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you.